Und deshalb haben wir hier eine andere starke Frau mit einer sündhaft steilen, säulenhaften Karriere. Caroline Kebekus, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Leute, wir Frauen haben ein massives Problem. Und das ist wirklich eklatant. Uns fehlt es an guten Vorbildern. Ja, ich finde keine mehr. Alice Schwarzer, weg. Keine andere Frau hat so viel für die Emanzipation getan. Sie hat sich alle Männerdomänen zu eigen gemacht. Und jetzt hat sie für Gleichberechtigung in der letzten Bastion der Männer gesorgt. Gleichberechtigung unter Steuersündern. Vielen Dank. Sie hat das Geld ja ins Ausland geschafft, aus absolut edlen Beweggründen. Weil sie Angst hatte, in den 80ern aus Deutschland fliehen zu müssen. Ja, ja, weil damals wurde ja so eine Hatz auf sie gemacht von den bösen Männern. Da erinnert sich ja heute kaum jemand dran. Damals in den 80ern, da liefen die Männer ja noch mit Keulen über die Straße und haben sich die Frauen erlegt. Die waren ja damals viel, viel stärker und primitiver als heute. Und ich meine mich auch noch daran zu erinnern, wie mein Vater damals in den 80ern fast jeden Abend bei Tisch gesagt hat, Mensch, also wenn mir die Alice Schwarzer morgen über den Weg läuft, dann hau ich der in die Fresse. Ja, so war das in den 80ern. Und die Hetze geht ja jetzt nach 30 Jahren wieder von vorne los. Alice Schwarzer sagt ja jetzt, dass die Presse Rufmord betreibt. Ne? Da denke ich doch, Mensch, Rufmord, da war doch irgendwas, oder? Also, wenn Alice Schwarzer wegen des Steuerverfahrens jetzt doch noch vor Gericht muss, dann könnte doch eigentlich Jörg Kachelmann vom Prozess für die Bild berichten, oder? Das würde passen. Und das Schlimme ist ja, je weniger Ikonen einem bleiben, die vielleicht was Schlaues sagen können, umso mehr reißen die Kackbratzen die Mäuler auf. Egal über welche Medien, egal zu welchem Thema. Irgendeine Dschungelkönigin versucht immer einem die Welt zu erklären. Wir haben also keine Vorbilder mehr wie Mädels, aber der Druck auf uns ist größer als je zuvor. Ich muss nicht nur immer geil aussehen und studiert haben, ich muss auch eine Firma leiten, mit einem umweltfreundlichen SUV zum Biomarkt fahren, ein Haus bauen, meine Eltern pflegen, Atomkraft scheiße finden und im Durchschnitt noch 1,3 Kinder bekommen. Was soll ich das denn alles machen? Und eine Freundin von mir hat eine Sache geschafft, meine Freundin ist schwanger und die hat panische Angst vor der Geburt. Ist natürlich total unmodern heutzutage, ne? Heute muss man so eine Geburt als moderne Frau doch im Lunchbreak wegatmen können. Aber ich kann ihre Angst verstehen, oder? Ich meine, so eine Geburt, die sieht nicht schön aus und das wird auch seine Gründe haben, warum die Frauen dabei immer so abgehen. Und deswegen habe ich mal im Netz für meine Freundin Videos zum Thema Geburt gesucht, die sie etwas beruhigen können. Also irgendwas mit Würde. Und da habe ich auf YouTube wirklich ein Video gefunden, die Frau hatte eine ganz easy Geburt. Ne? Die sitzt in der Badewanne, dann macht die einmal so, hoch, oder flutscht das Kind raus. Und die Mutter guckt das Kind nur an und denkt, ach ja, ist alles dran. Und dann legt sie das Kind erstmal neben sich und schläft eine Runde. Da habe ich das Video meiner Freundin geschickt, um die aufzumuntern. Und dann habe ich in den Betreff geschrieben, guck mal, da habe ich doch beim Stuhlgang mehr Schmerzen. Aber wenn du heutzutage die Geburt hinter dir hast, dann darfst du dich ja gar nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen. Dann geht der Stress ja erstmal richtig von vorne los. Denn mittlerweile ist es ja selbstverständlich geworden, dass man deinen After-Baby-Buddy bewertet. After-Baby-Buddy. Das ist für mich das Hasswort des Jahrtausends. Warum gibt es dieses Wort überhaupt? Jeden Tag bekommen wir aufs Brot geschmiert, welche Kackstelze wie viele Sekunden nach der Geburt wieder Unterwäsche modelt und ihr in der Bild ihr abgemagertes Sixpack und ihre ausgemergelte Fresse präsentiert. Es ist ganz einfach wieder fett zu werden. Man muss einfach nur ein bisschen mehr Sport machen, das ist gar kein Problem. Ey, es gibt sogar einen Fitnesstrainer, der nennt sich den Milfmacher. Der trainiert reichen, hirnlosen Moderatorinnen ihren Mutterspeck in Sekundenschnelle ab, damit ihr Mann nicht ins Pascha geht und sie schnell wieder eine Milf wird. Milf, ich weiß nicht, Mitternachtsspitzen, Milf, ist das bekannt? Eine Milf ist eine Mom I like to fuck. Ja, also ich habe mit vielen Müttern gesprochen, aber wenn die in den ersten Wochen nach der Geburt auf eine Sache keinen Bock hatten, dann aufs Knattern. Aber
Das ist ein riesiger Geschäftszweig. Jungen Müttern zu sagen, dass sie zu fett sind. Was für eine geniale Idee. Ja, man muss nur einfach gut organisiert sein, dann ist das kein Problem. Das haut uns Heidi Klum jeden Tag um die Ohren und schreit es uns halbnackt von jeder Litfaßsäule entgegen. Da bleibt keine Zeit fürs Kind. Die Mama muss trainieren. Ja, Leute, wir diskutieren zwar heutzutage über Mutterschutzgesetze bei der Bundeswehr, aber in den Familien darüber, ob die Mama mit dem dicken Arsch überhaupt noch auf die Straße darf. Der After-Baby-Buddy. Das ist... Das ist echt Hammer, oder? Da wird dir nach den ganzen Schmerzen und dem ganzen Stress auch noch ganz subtil gesagt, dass du einfach zu faul bist, um geil auszusehen. Und das auch noch von den eigenen Leuten. Ja, danke dafür. Ist doch schön für dich, wenn du nach der Geburt wieder schlank bist. Aber dann tu doch der Welt einen Gefallen und halt die Fresse. Mittlerweile ist es ja so, dass ganz viele Models im 8. Monat das Kind per geplantem Kaiserschnitt rausholen lassen, nur um ein paar Kilos zu sparen. Das ist doch krank, oder? Nicht genug, dass wir unser halbes Leben damit verbringen, zu überlegen, ob wir fett sind oder nicht. Man muss jetzt auch schnell nach der Geburt wieder fuckable werden. Frauen, die ein Kind gekriegt haben, ey, die haben einen Menschen gemacht. Eigentlich müssten die zu diesen Weibern sagen, kniet nieder, ihr Funzen. Kniet nieder. Kniet nieder, denn dieser Körper hat Leben erschaffen. Ich glaube, ich fange jetzt mal an, einen Gegentrend zu starten. Ich starte jetzt den After-Beer-Buddy. Und da kann einfach jeder mitmachen. Prost!